Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal. Heute das Abschlussfazit zum Dunlop Sportsmart 2 Max. Jetzt am Ende von der Laufleistung, mehr dazu aber nach dem Intro. Ja, also, welche Punkte möchte ich jetzt mit euch abarbeiten? Ich möchte über das Handling reden, ich möchte über den Nassgrip, über den Trockengrip reden, über die Laufleistung und letztendlich das Preis-Leistungs-Verhältnis. Als erstes mal zum Handling. Für mich passt der Reifen wirklich sehr, sehr gut. Er hat alles mitgemacht. Bremsmanöver, schnelle Wechselkurven, langgezogene, tiefe Kurven sozusagen mit viel Schräglage macht er super mit. Ich habe immer ein Gespür für den Hinterreifen. Das heißt, ich weiß, wie er sich hinten bewegt, auch wenn kleinere Rutscher dabei waren. Super transparent. Ich kann immer gegensteuern, so wie es mir auch passt. Und von daher ein klasse Handling. Von Anfang an, sobald der Reifen drauf war, wirklich war ein hohes Vertrauen da. Nassgrip kann ich euch tatsächlich nicht so genau sagen, da ich ihn nicht im Regen gefahren habe, beziehungsweise wenn dann mal kurz in eine Regenhusche reingekommen bin. Aber dort reduziere ich dann auch deutlich die Geschwindigkeit und auch die Schräglage. Und im Vergleich zum RoadSmart 3 von Dunlop, der ja so mehr tourensportlicher sein soll, muss ich wirklich sagen, der RoadSmart 3 war schon relativ mies vom Nassgrip her. Also da habe ich ihn wirklich, den habe ich wirklich mal ein bisschen mehr ausprobiert. Und da hatte ich sehr viele Rutscher. Total, also ganz schlechtes Vertrauen mit dem Reifen gehabt. Bei den Reifen wollte ich es jetzt nicht riskieren, auch weil er einfach eine sportlichere Profilierung sozusagen hat. Von daher kann ich das zum Nassgrip nicht wirklich was sagen. Würde es euch auch nicht empfehlen, mit den Reifen in Nässe zu fahren. Trockengrip, absolut Bombe. Hat für mich und meine SV und meine Fahrweise wirklich alles mitgemacht. Das heißt, eine sportliche Fahrweise auch schon in kühlen Temperaturen. Das heißt, Anfang März, vielleicht bei 7, 8 Grad war ich unterwegs und auch da ließ der Reifen sich gut auf Temperatur bringen. Ich hatte nur beim Vorderreifen mal einen kleinen Rutscher bzw. gemerkt, dass der mir vielleicht weggleitet, konnte aber gut gegensteuern, beim Hinterreifen wirklich nie. Von daher Trockengrip absolut fantastisch. Ja, dann kommen wir zur Laufleistung. Ich habe den Reifen letztes Jahr im Oktober drauf gemacht, glaube ich, oder Ende September. Jetzt hat er noch hier in der Mitte, naja, knapp einen Millimeter und ein bisschen weiter weg. Knapp 2 mm und wirklich hier an der äußersten Kante, wenn wir hier mal so reingehen in diese kleine Kerbung, hat er noch 3 mm. Für mich eine wirklich gute Laufleistung bzw. ein gutes Abnutzen des Profils. Ich habe nämlich jetzt so 6000 Kilometer mit den Reifen gefahren. Das heißt, für einen sportlichen Reifen, für sportliche Benutzung ist das wirklich eine Traumlaufleistung. 6000 Kilometer und ich denke, so wie der Reifen ist, ich könnte ihn wahrscheinlich noch 400-500 Kilometer bewegen. Wobei das natürlich nicht ganz straßenlegal ist mit der Profiltiefe in der Mitte. Von daher wurde er jetzt auch gewechselt. Aber Laufleistung ist super für einen sportlichen Reifen. Und ihr müsst bedenken, falls ihr den Reifen auf einer anderen Maschine drauf habt, ich denke mal die SV650X ist da jetzt am Hinterrad nicht so mit Kraft dran, sodass ihr, wenn ihr da eine 1000er oder eine sportliche 600er fahrt, bestimmt nicht so viel Laufleistung habt. Aber für die X eine super Laufleistung, 6500 Kilometer. Und zum Preis. Der kostet aktuell noch 130 Euro. Leider gibt es den Nachfolger, den MK3, nicht auf der 160er Bereifung. Von daher werde ich mir wieder den Sportsmart 2 Max holen. Aber 130 Euro für 6.500 Kilometer Laufleistung ist, denke ich, sehr, sehr gut. Und vor allem, wenn man bedenkt, wie viel Grip, wie viel Transparenz und ja, wie viel Feedback der Reifen auch bietet. Und das hat er wirklich zu jeder Zeit gemacht. Ich bin absolut überzeugt von den Reifen. So für die Landstraße für mich. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein Stück weit weiterhelfen. Ich hoffe, ihr konntet Informationen aus dem Video ziehen.
Schreibt ruhig in die Kommentare, wenn ihr noch etwas wissen wollt zu dem Reifen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.